Frau Dover sagte, es gibt Aufzeichnungen eines Besuchs von Dagon in einem Labor auf diesem Mond. Das sieht nach Crees Handwerk aus. Okay, also nicht in diese Richtung. Glauben Sie wirklich, dass hinter dem Abyss etwas ist? Santari Cree ist der Meinung. Ich nehme an, das reicht dem Rat. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ort nach so langer Zeit funktionsfähig ist. Bleiben wir wachsam. Wir müssen dieses Labor finden. Gewartet. Ich erledige ihn. Dafür habe ich trainiert. Und jetzt bringen wir... Warum musstest du hier auftauchen? Sie suchen irgendwas. Für mich ziemlich aktiv aus.
sehr messwert. Nicht stabil. Wir müssen die Kammer erneut verstärken. Ich kann sie nicht öffnen. Seid gegrüßt. Wie viele warten hier denn noch auf uns? Ein schlechtes Gefühl? Ja. Wir wollen wirklich nicht, dass wir uns hier umsehen, was? Tu, was du tun musst, Kumpel. Super, Kumpel. Gegen eine Magna-Wache kämpfen muss. Kann ich einen Stim kriegen, Kumpel? Gute Unterstützung.
Sieh mal da vorne, bitte! Haben wir es nicht geschafft? Das muss ein schlechter Scherz sein! Gute Arbeit, Kumpel! Sektor 5 Delta. Keine Anomalien. Scan läuft. Sektor 5 Epsilon. Keine Anomalien. Verriegelt. Scan läuft. Sektor 5 Delta. Keine Anomalien. Gute Arbeit, BD! Noch nicht am Ende. Wir kriegen das hin. Bereit, BD? Macht dir das Spaß, Kumpel? Noch eine Basis für die Bedlam Raider. Wir sind... Wer programmiert Klappergestelle darauf, so viel zu reden? Siehe Gesichter! Oh! Oh!
Gegend. Bestätigt. Ich höre den Feind. Natürlich. Gemacht. Riegel den Weg ab. Jeder kommt hier durch. Ich halte dich. Los geht's, los! Du hast mich erwischt! Ich werde dich vernichten. Ich bin darauf programmiert, sie zu töten. Klingt, als würden sie da vorne irgendwas Wichtiges bewachen. Ist. Sie wollen nicht, dass wir es erreichen. Beeil dich, Kumpel. Thank you.
Was habe ich gesagt? Schließen! Sofort schließen! Wohin sollte ich das denn? Wir wollen uns auf gar keinen Fall reinlassen. Freut mich, dass du dich freust. Sehr schwer. Ich glaube nicht, dass ich das bewegen kann. Droiden. Sie waren jahrhundertelang ungestört, bis die Raider kamen. Das wird Cordova interessieren. Mir wurde etwas in die Haare. Spezialanfertigung. Vielleicht können wir sie gebrauchen. Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Jedes Schiff, das wir in den Abyss geschickt haben, ist spurlos verschwunden. Wir gehen zusammen. Ich lasse es nicht zu, dass ihr dieses Risiko alleine auf euch nehmt. Das ist eure Erfindung. Niemand sonst versteht sie. Ihr seid die Einzige, die mich zurückführen kann. Die müssen wir öffnen. Also gut. Ich zeichne die Passage auf und sorge dafür, dass ihr zu uns zurückkehrt. Kree und Dagon. Thank you.
Oder auf Zeit. Jetzt geht's. Das war gar nichts. Nicht mit mir. Es gibt nur die Macht. Wird Zeit aufzubrechen. Dieses Ding ist kaputt, nutzlos. Laut Inventarliste. Meister Cordova sagte, Dagon hatte eine Zuflucht auf Corvo. Finden wir sie. Was immer er benutzt hat, um den Abyss zu durchqueren, finden wir möglicherweise dort. Hast du bei unserer Ankunft den Krater gesehen? Naja, Krater ist noch vorsichtig ausgedrückt. Ich halte hier Wache. Bisher habe ich einen nervösen Latiro. Gutes Gefühl, wieder im Cockpit zu sitzen. Du hast die Mantis vermisst, was? Klar, ich war besorgt, was für schlimme Sachen du mit ihr anstellst. Ich muss gehen. Kurs auf Corvo. Die Getränke gehen auf mich. Wobei, streichen wir das. Hast du dir die alte Technik angesehen, die Carl in dem Labor gefunden hat? Konnte nichts damit anfangen. Vielleicht passen ein paar Teile zusammen, wenn wir uns Dagons Zuflucht auf Corvo angesehen haben. Die Leute kommen nach Corvo, wenn Dinge kaputt sind, nicht um sie zu reparieren. Du wirkst ziemlich gefasst, Grease. Oh, Bauchpinselei. Vielleicht lasse ich dich sogar mal die Mantis fliegen. Wirklich? Wenn ich mir überlege, doch nicht. Komm her, Kerl. Die Reise ist gleich vorbei. Thank you.
Laut Meister Cordovas Nachforschungen gibt es im Osten des Tals eine verlassene Siedlung. Sehen wir sie uns mal an. Ja! Du bist der sich mit den Raiders anlegt, richtig? Ja. Schlechte Idee. Die Raiders haben in der Reach überall Augen. Wie meinst du das? Ravis hat einen Wachturm im Tal. Vielleicht sehe ich's mir an. Ich wusste, dass du das sagst. Halte auf die Nadeln zu, du kannst ihn nicht verfehlen. Natürlich können sie dich auch nicht verfehlen. Ist klar, oder? Wegen des Wachturms. Hallo. Entworfen, besser zu sein als du. Au, oh, natürlich. Eindringling, geoutet. Ganz schön tief drin, was, Turgle? Immer auf der Flucht.
Kaum Kredits in der Tasche. Alle hassen mich. Es ist egal, wohin ich gehe. Ich bin immer allein. Bereit zum Weitergehen? Geht nicht auf.
Weißt du irgendwas über die Siedlungen aus der Zeit der Hohen Republik auf Kobo? Als ich ankam, habe ich mich selbst ein wenig umgesehen. Ich ging in ein Gebäude, dann hörte ich unheimliche Stimmen und bin ganz schnell wieder raus. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich Stimmen höre, Grease. Schlaumeier. Keine Sorge, ich habe vor der neuen Luft. Und was kann ich für dich tun? Angeblich befinden sich eine reisendere Musikere und ein DJ-Droide aus den Kernwelten auf Kobo. Dachte nicht, so etwas von dir zu hören. Weißt du, warum sie hier sind? Sie sind zum Talplateau gewandert, um die Geräusche der Wildnis zu samplen. Die Geräusche der Wildnis können von Kreaturen kommen, die dich töten können. Man kann jedenfalls keine bombigen Beats rausbringen, wenn man tot ist. Mal sehen, ob ich sie finde. Das hoffe ich. Bis zum nächsten Mal, Kumpel. Ein altes Schrottsammler-Outfit. Warum hat Grease es aufgehoben? Ich weiß. Unheimlich. Los! Wohin geht's als nächstes? Bin ich nach Kobo? Keine Ahnung. Der Junge hat meistens einen Plan. Meistens. Ob Dagon den Kompass schon gefunden hat? Bin ich etwa ein Wahrsager? Wir werden es spätestens erfahren, wenn wir auf Kobo sind. Vielleicht mache ich die Mantis sauber. Ich muss etwas tun, um mich von dem Kompass abzulenken. Kobo. Hätte ich gewusst, dass dort so viel los ist, hätte ich eine Kantine auf Galitran eröffnet. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. What?
kann ich glauben, dass Meister Cordova wirklich hier ist. Nach all der Zeit, in der ich in seine Fußstapfen getreten bin. Es war schön, ihn kennenzulernen. Ich kannte noch nie einen Jedi mit so viel Humor. Du kennst nur Sia und mich. Das stimmt. Ah, Cal. Ich hatte gehofft, wir könnten etwas besprechen. Es gibt eine Stätte, eine ziemlich alte sogar, im Norden der Wüste. In meinen frühen Tagen auf Jeddah war ich dort, bevor die Präsenz des Imperiums anstieg. Was für eine Stätte? Eine, die von Verehrern der Machtnutzer gebaut wurde. Wir wissen nur wenig über sie, aber ich fand die Erfahrung recht faszinierend. Vielleicht geht dir das auch so. Wir werden es uns ansehen. Cordova sagt, er hat euch gefunden, als er andere Jedi-Überlebende suchte. Ja, kaum zu glauben, dass uns das Schicksal nach so langer Zeit wieder zusammengeführt hat. Wir hätten dieses Glück brauchen können, als wir das Holocron gesucht haben. Ich weiß. Glück oder Schicksal. Ich freue mich, dass mein Meister lebt und bei uns ist. Ja. Und wild entschlossen, das Vermächtnis der Jedi zu bewahren und sich dem Imperium zu widersetzen. Sieh dich im Archiv um, Karl. Wir unterhalten uns später. Gute Reise, Cal. Zum Glück musstest du nicht durch den Sturm fliegen. Wie fühlt sich's an, wieder die Mantis zu steuern? Als würde ich nach Hause kommen. Warum dann das lange Gesicht? Ich war zu lange weg. Ich spüre meine Piloten. Warte eine Sekunde. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Ich kann mich ohne entsprechendes Wissen nicht davon trennen. Wir sind dankbar für alles, was ihr tut. Janda hat uns gesagt, dass ihr kommt. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, von dem sie so viel hält. Darf ich euch begleiten? Ich bin noch nie einer Hexe begegnet und habe viele Fragen.
Ich hoffe, deine Reise zum Laboratorium war erfolgreich. Wählen wir unser Ziel. Kaum. Gut. Wollte ohnehin mal Monk auf die Finger schauen. Also, was für Abenteuer haben du und Kell erlebt, bevor ich mich reingedrängt habe? Oh, viele. Wir haben die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation auf Zepho erkundet. Die Inquisitorenfestung infiltriert. Ernsthaft? Glaubst du etwa, ich denke mir so etwas aus? Hin und wieder war es auch ganz schön knapp. Aber ich hatte alles im Griff. Ach ja? Nun ja, ich war auf der Mantis geblieben und habe die Stellung gehalten. Beeindruckend. Schnall dich an, Kell. Zeit zum Landen.